und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute wieder Monatsfavoriten. Der November ist vorbei. Wir haben Dezember, also höchste Zeit wieder für Favoriten, die im November besonders herausgestochen sind. Das wollte ich sagen. Und ich habe 5 Sachen, über die ich unbedingt mit euch reden muss, weil ich die alle sehr geliebt habe und euch alle absolut empfehlen kann. Und ich zeige euch jetzt die mal. Ich fange an mit einem Make-up, das ich jetzt im November ständig benutzt habe. Falls ihr mein Schminkkörbchen guckt, dann wisst ihr das. Aber das hat mich so geflasht, dass ich sagen muss, ich bin sowas von begeistert von diesem Make-up. Und zwar ist das Revlon Colorstay Whipped Cream Make-up. Das ist das hier. Das ist ein relativ schwerer Teal, das 24 Stunden ja, whipped Make-up. Ich habe das im Farbton Buff. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Ich zeige euch einmal kurz, wie es ausschaut. Das ist relativ fest. Ich muss sagen, dass die Konsistenz im ersten Moment, da dachte ich mir so, kommt so, es hat hier so ein Schutzdeckel drauf. Und das Ganze sieht so aus. Und ihr seht, jetzt fliegt mir bloß gleich der Deckel aus der Hand. Jetzt. Ihr seht, das ist relativ fest. Ne? Also man kann es gut bewegen, ohne dass sich da irgendwas tut im Inneren. Es erinnert mich von der Konsistenz her tatsächlich so ein bisschen an aufgeschlagenes Seil. Ich muss sagen, wie es ist. Und im ersten Moment dachte ich mir so, oh Gott, das muss ich bestimmt ewig einarbeiten. Das ist so fest irgendwie. Aber gut, ich muss sagen, man muss ein bisschen länger einarbeiten, ja. Allerdings, man wird belohnt. Leute, man wird belohnt. Dieses Make-up ist der Hammer. Das sieht so natürlich, ich trage das jetzt auch, das sieht so natürlich aus. Das setzt sich in keiner Pore ab, das setzt sich in keiner Falte ab. Ne? Ich habe ja hier doch auch schon einiges. Nichts, nichts. Das Zeug verschmilzt so schön mit der Haut. Wenn ich mich, also das sieht aus wie Haut. Ich bin sowas von begeistert. Und was mich besonders geflasht hat, für das, dass es so natürlich wirkt, wo ich eigentlich sowas nur kenne, wenn was wirklich relativ leichte Deckkraft hat, hat es auch noch eine super Deckkraft. Das deckt so gut, also das gleicht so wahnsinnig schön alles aus. Wow, ich hatte hier auf der Nasenspitze immer so, wo ich gedacht habe, ich kriege einen Pickel. Also das war so gerötet, das hat das alles abgedeckt. Ich brauchte keinen Concealer, nichts. Also ich bin sowas von begeistert. Und das Zeug hält und hält und hält. Ich hatte das einmal drauf. Ich glaube, das waren irgendwie 17 Stunden oder so. Da hatte ich nur eine sehr kurze Nacht, habe mich sehr früh morgens geschminkt. Und das hat abends immer noch gut ausgeschaut. Das sah so gut aus. Und es hält Fitnessstudio, Schwitzen, alles. Also, das, oh mein Gott. Ich bin so begeistert von diesem Make-up. Ich werde es auch weiterhin jetzt benutzen. Ich bin absolut, also das, schaut euch das mal an. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ihr gute Deckkraft wollt, mit einem absolut natürlichen Finish, das sehr, sehr lange hält, solltet ihr euch das mal anschauen. Und ich habe übrigens Mischhaut. Und da trocknet nichts aus. Das ist perfekt. Dieses Make-up ist perfekt. Man spürt es auch nicht. Wirklich nicht auf der Haut. Also ich bin so begeistert. So, dann das nächste Make-up-Produkt, das ich euch gerne zeigen möchte, ist von MAC das Mineralize Blush in Gentle. Das hatte ich in meinem Schminkkörbchen. Und da hat mir wieder, oh Gott, das ist so gut. So sieht's aus. Ich hole das immer raus zur Herbst-Winterzeit. Das ist ein sehr, sehr schöner, flaumiger Ton. MAC beschreibt es irgendwie als Erdbeerrot. Ich weiß nicht so wirklich. Kann ihm nicht so beipflichten. Für mich ist es eher so ein bisschen flaumigerer Ton. Mit Goldschimmer. Ich denke, man kann den Schimmer auch im Pfännchen erkennen. Er ist schon ordentlich da. Man sieht ihn auch. Man sieht ihn auch im Gesicht. Gut, auf dem Swatch könnt ihr das jetzt wahrscheinlich nicht erkennen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es grober Glitzer ist, sondern es ist wirklich ein ganz feiner goldener Schimmer. So ein Hauch, was dem Ganzen so einen richtig schönen Glow verleiht und wirklich schön aussieht. Und ich finde gerade so zur Herbst-Winterzeit ist es so eine schöne Farbe, die auch mit so vielen geht. Also ich trage das gerne, wenn ich so ein bisschen auch pflaumenfarben ist, violettes Augen-Make-up mache, finde ich, passt es sehr gut. Und es ist einfach wirklich eine wunderschöne Farbe. Es ist sehr gut pigmentiert, man braucht nicht viel. Es lässt sich wirklich sehr gut verblenden. Da wird nichts fleckig, das hält. Also da ist einfach MAC natürlich auch die Qualität super. Und das habe ich sehr geliebt. Und da dachte ich mir, das muss ich euch unbedingt nochmal gesondert zeigen, weil es so toll ist. Dann habe ich eine Lidschattenpalette, die ich noch nicht lang habe, aber jetzt im November auch benutzt habe. Die Urban Decay Naked Ultimate Naked Ultimate Urban Decay Naked Ultimate Basics. Jetzt habe ich es. Und die sieht so aus.
alles matt. Bis auf, ich muss sagen, es ist nicht alles matt. Dieser Highlighter hier, der hatte ganz feinen Schimmer. Den ganz, ganz, nee, keinen Schimmer. Das hat so ein Satin-Finish hat der. Ganz fein. Was allerdings super ist, weil das ein wunderschönes Highlight ist. Ich trage es auch, also ich bin komplett mit der Palette heute geschminkt. Und ihr seht wahrscheinlich mein Highlight unter der Braue. Es sieht so, hat so ein bisschen einen Shine-Finish. So ein Satin-Finish, was rede ich? So ein Satin-Finish. Was ich super finde, denn ich finde es, weil der Rest ist ja komplett matt, was ich schon schön finde. Aber ich finde es dann gut, wenn der Highlighter unter der Braue und im Innenwinkel so ein Hauch, also nicht so matt ist. Und ich glaube auch gerade bei so einer extrem hellen Farbe sieht es dann sehr schnell nach Kreide irgendwie aus, wenn das jetzt matt wäre. Deswegen finde ich, hat Urban Decay das super gelöst und hat hier so ein bisschen Satin Finish mit rein. Ich finde das super. Und ich liebe diese Palette. Ich liebe sie. Die Farben sind super. Hier diese beiden Brauntöne, damit lässt sich ein wunderschönes Smoky Eye schminken. Hier, heute habe ich das hier oben benutzt. Ich habe den hier heute benutzt, den. Und den auf dem kompletten beweglichen Lid habe ich als Transfer in die Crease, aufs komplette bewegliche Lid. Und das ist mein Highlight, das ist mein Augen-Make-up heute. Und ja, die Qualität ist Urban Decay gewohnt, sehr gut. Ich habe kein Fallout, die Farben lassen sich super blenden. Für das, dass sie matt sind, lassen sich wirklich super blenden. Da ist nichts, okay, ein bisschen bröselt, sieht man vielleicht auch, aber wirklich nicht viel. Und das sind wirklich super matte Lidschatten. Und ich habe lange überlegt, ob ich sie mir kaufe. Sie stand lange auf meiner Wunschliste. Schlussendlich habe ich dann bei der Glamour Shopping Week zugeschlagen. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, denn sie ist einfach wirklich toll. Und ich kann die auch empfehlen. Also wenn ihr matte Farben mögt, ja, dann solltet ihr euch die wirklich mal näher anschauen. Ich finde diese Geld absolut wert. Die ist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Ich meine, man muss ja nicht jetzt nur mattes Make-up damit schminken oder einen matten Look. Man kann die ja auch in Kombination mit schimmernden Paletten nehmen. Ich denke, wenn ich jetzt eine Palette habe, die vielleicht wirklich nur Schimmertöne hat, wo ich mir denke, oh, da bräuchte ich jetzt, da fehlt mir jetzt was Mattes, dann kann ich mir die nehmen und habe meine Matten in jeder Farbe, die ich brauche. Also, ich bin begeistert. Ich liebe diese Palette und ich kann die wirklich empfehlen. Dann habe ich ein Pflegeprodukt, zu dem ich neulich sogar extra ein Video gedreht habe, weil ich es so toll finde, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es euch jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar ist es von Balea, die Antifalten Augenpads mit Q10. Das sind die hier. Und ich hatte dann einen Kommentar bekommen, dass die wohl mal sehr gehypt waren, dass ich ehrlich gesagt nie mitgekriegt habe. Ich habe mir die Teile gekauft und wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich war einfach neugierig und wollte die ausprobieren. Und ich bin nicht, ich wurde belohnt für meine Neugier, denn die sind super. Ich bin absolut begeistert. Ich klebe mir die total gerne drauf, nur einfach unters Auge. Dann bleiben die 20 Minuten drauf. Und ich muss sagen, das fühlt sich sehr gut an. Ich habe keine gereizten Augen davon bekommen. Also da hat, obwohl es ja sehr nah am Auge ist, da hat wirklich nichts irgendwie irritiert oder so. Es fühlt sich sehr gut an. Ich finde, man merkt richtig, wie das alles da mit Feuchtigkeit gut versorgt wird, die 20 Minuten lang. Lässt sich easy wieder abziehen, da ist nichts festgeklebt. Rückstandsfrei lässt sich das lösen. Nicht so, dass man dann irgendwie so Cremeschmiere am Auge hätte, überhaupt nichts. Und ich finde tatsächlich, dass die Haut unter dem Auge dann wirklich so ein bisschen aufgepolsterter wirkt, erfrischter, also einfach gut durchfeuchtet. Und ich muss sagen, für den Preis, so eine Wirkung hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet und ich finde die super. Und wenn ihr auch mal sowas ausprobieren wolltet, dann kauft euch die mal. Da könnt ihr echt nichts falsch machen. Also ich bin begeistert, ich liebe diese Teile. So, und dann habe ich noch geleert eine Dusche, die ich euch unbedingt zeigen muss. Und zwar von Rossmann, von Isana, von der Eigenmarke, die Cremedusche Cozy Cream. Cozy Dreams, so heißt sie. Mit warmem Sandelholz und Mandarinenduft. Und der Duft. Oh mein Gott, Leute, das riecht wie. Das riecht wie. Ohne Witz jetzt. Das riecht wie Plätzchenteig für irgendwelche Vanille. Nee, nicht Vanille. Mandarine. Ja, für ein Plätzchenteig, wo irgendwie so Mandarinen- oder Orangenaroma mit drin ist. Oh Gott, das riecht so gut. Ich wollte das essen. Wirklich. Das hatte ich noch nie, dass ich einen Duschgel hatte, wo ich mir gedacht habe: oh Gott, ich möchte das als Essen haben. Diesen Duft, also das hat mich so an Plätzchenteig erinnert, das ist der Wahnsinn. Und ja, Qualität war okay, also ist jetzt kein so hochtragend pflegendes Duschgel. Für normale Haut ist es völlig in Ordnung. Ich habe normale Haut, also da ist nicht irgendwie großer Pflegeanspruch. Ist halt jetzt auch nicht unbedingt das allerhochwertigste, aber auch nicht schlecht. Das ist eine solide Dusche
Und ich mochte die sehr, sehr gerne. Und ich kann die absolut empfehlen. Guck mal, dass ihr die noch kriegt. Das ist natürlich jetzt limitiert zur Weihnachtszeit, Winterzeit. Aber die ist so toll. Der Duft war der Hammer. Riecht da mal dran. Riecht wenigstens mal dran. Und ja, das waren meine Favoriten aus dem November. Also die Sachen habe ich besonders gern benutzt. Die kann ich euch absolut empfehlen. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, was auszuprobieren davon. Oder wenn ihr vielleicht irgendwas davon eh schon haben wolltet und euch unsicher wart. Vielleicht hat es euch weitergeholfen. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Entschuldigung, ich freue mich immer wirklich sehr von euch zu lesen. Oder wenn euch das Video gefallen hat, gerne natürlich auch einen Daumen hoch. Vielen Dank für euer Feedback und eure Unterstützung. Oder wenn es das erste Video ist, das ihr jetzt von mir seht, gesehen habt und ihr findet es hier ganz gut, klickt den Abo-Button, wenn ihr Lust habt, so verpasst ihr nichts mehr. Vielen Dank natürlich auch hierfür. Und ja, jetzt bleibt mir nichts mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns vielleicht am Mittwoch in meinem neuen Video. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht bis dahin, macht's gut. Tschüss!